ist es doch beängstigend, was man alles vergisst. Die in Bellum sind also nicht meine wirklichen Eltern. Wo war das Waisenhaus überhaupt? Es war also Eleona. Wir mochten Eleona, aber Skipper wollte sie für sich alleine haben. Dass du dich daran erinnerst? Eigenartig. Ich schätze, mich wollte niemand wegen meiner ganzen Art. Cypher ging es vermutlich genauso. Wir müssten seit dem 5. Lebensjahr im Garten gewesen sein. Aber noch nie hat jemand ein Wort über das Waisenhaus verloren. Ich habe nicht einmal daran gedacht, obwohl ich ihn täglich gesehen habe. Da stimmt doch was nicht. Da hast du absolut recht. Ich hatte nur wunderschöne Erlebnisse in Travia. Es war so schön, dass ich meine Kindheit vergessen hatte. Aber bei euch stimmt wirklich was nicht. Ich kann mich noch erinnern. Nein, ich habe mich jetzt daran erinnert. Ich hatte Probleme mit meinen Stiefeltern und kam mit 10 in den Garten. Da habe ich Skipper und Cypher wieder gesehen. Ihr habt euch andauernd gestritten. Ja, genau. Quistis hat immer versucht, den Streit zu schlichten. Ganz genau. Cypher wollte stets im Mittelpunkt stehen, aber Skipper hat ihn immer ignoriert. Es kam zu Streitigkeiten. Skipper hat sich immer provozieren lassen. Also, wie kann man sich provozieren lassen, wenn man ständig jemanden ignoriert? That doesn't fit. Ich habe ihm immer gesagt, dass er das nicht machen soll. Dann sagtest du, ich muss stark sein, damit Al zurückkommt. Ich wollte immer so werden wie Al. Aber es hat nicht geklappt. Genau, so war es. Ich musste immer an Skipper denken und nachdem ich zum Ausbilder befördert wurde, ich dachte, dass er meine große Liebe war. Als Ausbilder durfte ich das aber nicht zeigen. Jetzt begreife ich langsam. Das war so eine Art Geschwisterliebe. So war es also. Keine echte Liebe. Naja, ich hatte ihn eh aufgegeben, als Devi ins Spiel kam. Hey! Das gilt bestimmt auch für Cypher. Auch er kann sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern. Aber er spürt jedes Mal ein Kribbeln, wenn er Skipper sieht. Deswegen hat er es also auf Skipper abgesehen. Wie kann man das alles vergessen? Wir kennen uns schon ewig und trotzdem... Warum? Sah es nicht so aus? Die Nebenwirkungen der GF. Die GF verleihen uns Macht. Aber die GF haben direkte Auswirkungen auf unsere Psyche. Und unsere Erinnerungen werden gefressen? Das ist doch Propaganda, die die GF-Gegner in die Welt setzen. Heißt das, dass wir durch die GF unser Gedächtnis verlieren? Sowas lässt doch unser Direktor niemals zu. Und warum hattet ihr alles vergessen und ich nicht? Wie kann sowas passieren? Ich hatte bis vor kurzem keine GF benutzt. Daher kann ich mich an das meiste erinnern. Was ist mit Selfie? Sie hat doch in Bellum Garden zum ersten Mal eine GF gekoppelt. Ja, Selfie? Ich muss euch etwas gestehen. Als ich 12 war, hatte ich an einem Training teilgenommen. Und da habe ich ein Monster besiegt, das eine GF besaß. Ich habe sie schon damals benutzt, daher kenne ich das schon. Irgendwas ist komisch. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Das Ganze ist also doch wegen der GF? Was machen wir jetzt? Nichts. Es ist doch alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung! Aha. Willst du jetzt ohne GF kämpfen? Wir brauchen die GF unbedingt. Ohne sie kommen wir nicht weiter. Auch wenn wir dafür etwas opfern müssen, werde ich sie weiterverwenden. Wie wär's, wenn wir ein Tagebuch führen würden? Dann können wir uns an alles Geschehene erinnern. Ist das wirklich okay? Ja.
Das ist okay. Ich muss mich nicht mehr daran erinnern, dass Cypher mich ständig geärgert hat. Außerdem brauche ich die Macht, um meine Eltern zu beschützen. Sie haben mich aufgenommen und erzogen. Könnt ihr euch an Mama erinnern? Sie trug immer schwarze Sachen. Mama, ihr schwarzes Kleid, es ist wie... Freundliches Gesicht, lange schwarze Haare. Ich wollte so werden wie sie. Ja, sie ist wie... Mama ist wie... Wenn ich an ihr Gesicht denke, ist wie... Nein, nein. Sie heißt Edea Kramer. Mama ist die Hexe Edea. Mama? Hexe Edea? Warum hat sie was? Warum hat sie die Raketen abgeschossen und Kriege geführt hat? Das können wir jetzt nicht herausfinden. Da hat er recht. Hört mal bitte her. Den Garten und die Seeds hat sie sich doch ausgedacht, nicht wahr? Ich bin zwar kein Seed, aber so viel habe ich begriffen. Seeds kämpfen gegen die Hexe. Irgendwas stimmt da nicht. Als Cypher mich folterte, fragte er, was die Seeds eigentlich sind. Unsere Mama müsste das doch eigentlich wissen. Aber die Hexe Edea ist unsere Mama. So viel steht fest. Was geht hier ab? Hörst du mir zu, Skipper? Ich wollte eines sagen. Ja. Ich kann verstehen, was Devi gesagt hat. Aber trotzdem werde ich kämpfen. Ich will mein Leben nicht bereuen müssen. So denken auch die anderen, meine ich zumindest. Daher sollte uns bewusst sein, dass wir gegen Mama kämpfen. Man sagt doch, dass ein Mensch unbegrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich glaube nicht daran. Ich hatte immer nur eine kleine Auswahl, manchmal überhaupt keine. Jetzt stehe ich hier, weil ich trotz allem immer meine Wahl getroffen habe. Daher haben meine Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, eine wichtige Bedeutung für mich. Klar, wir kämpfen gegen unsere geliebte Mama. Und wir können wegen der GF unsere Erinnerung verlieren. Aber ich sage, na und? Ich bin nicht aus purem Zufall hier. Ich stehe hier, weil ich mein Leben selbst bestimmt habe. Und dazu kommt, dass wir als Kinder alle zusammen waren. Wir konnten aus verschiedenen Gründen nicht zusammenbleiben. Weil wir damals noch Kinder waren, konnten wir nicht alleine leben. Es gab auch keine andere Wahl. Mehr als weinen konnten wir nicht. Aber wir sind jetzt wieder zusammen. Neue Kameraden, Freunde sind hinzugekommen. Wir sind keine Kinder mehr. Wir sind stark geworden. Weil wir nicht mehr wollen, dass wir auseinandergerissen werden. Deswegen werde ich kämpfen. Ich will so lang wie möglich mit euch zusammen sein. Das ist ja auch das Einzige, was ich tun kann. Ich auch. Ich werde kämpfen. Ich will mir nichts gefallen lassen. Scheiße ist, dass wir gegen unsere Mama kämpfen müssen. Je nach Situation müssen sogar die Gartenschüler gegeneinander kämpfen. Baby, das ist unsere Art und Weise, wie wir uns und unsere Freunde beschützen. Bleib bei uns, wenn du das akzeptieren kannst. Wir wollen alle, dass du bleibst. Hey, schaut mal! Ein Geschenk der Elfen! Ja, Katze, leg dich hin.
Lasst uns doch zu Ideas Waisenhaus. Wie es dort jetzt aussehen mag? Vielleicht erfahren wir dort etwas. Du meinst darüber, was mit unserer Mama passiert ist? Die Ursache liegt doch in der Vergangenheit, oder? Die können wir aber nicht ändern. Egal, was der Grund dafür gewesen war, es ändert nichts an der Lage. Aber ehrlich gesagt, will ich's auch sehen. Lasst uns jetzt Ideas Haus suchen. Erstmal schauen wir uns noch hier im Garten um, ja? Ihr seid alle so stark. Stark? Das stimmt nicht. Wenn wir über alles nachdenken, werden wir zu ängstlich. Ich glaube, dass sich jeder davor fürchtet. Vielleicht gibt es eine friedliche Lösung. So, Sal und Irvine, ihr beiden kommt mal mit. Irvine, du tauschst mal bitte deine Rishi mit Quistis. Nein, du darfst bitte hier nochmal parken. Du weißt schon, dass ich hier vor uns nicht geparkt habe, ne? Ich habe hier geparkt. Seffi war hier. Ich habe sie kurz gesprochen. Sie ist so energisch, sie strahlt wie die Sonne. Oh Gott. Am Tag des Raketenangriffs saß sie neben mir. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Jetzt sind wir immer zusammen. Oh. Still a better love story than Twilight. Um diese Straße zu reparieren, brauchen wir viele Werkzeuge. Ach ja, der Vater einer unserer Schulkameraden macht doch solche Arbeiten. Vielleicht will ja der Lehrer jetzt Geld von mir. Bitte, eine Spende für unseren Traria Garten. Ja, kannst du haben. Willst du nicht beim Wiederaufbau des ruinierten Traria Garten mitmachen? Willst du nicht an der Wiedergeburt der Freiheit mitwirken? Na klar. Danke. Ups, ihr seid doch nicht aus Traria, oder? Vom Fremden nehmen wir kein Geld. Ist zwar wirklich nett, aber wir können es nicht annehmen. Unser Motto heißt, tu es, aber tu es selbst. Ich bitte nur Travia-Schüler um Spenden. Wir wollen uns doch selber helfen. Das ist doch schon ein bisschen doof. Wenn es leicht schneit, sprechen wir von einem Geschenk der Elfen. An so einem Tag passiert etwas Besonderes. Ich konnte Seffi wiedersehen. Hattest du auch ein schönes Erlebnis? Nö. Was ist nicht sonderlich schwer? Falsch zu parken? Wie heißt du nochmal in welcher Klasse? Ach ja, ja. Ich wollte spenden, aber ihr wollt mein Geld nicht. Es tut mir leid. Timbermaniacs, juhu. Zombie. Hier einmal rein. Gibt's Zombie. Hier trafen wir uns immer. An solchen kalten Tagen habe ich mir meine Jacke geliehen. Oh, das ist sad. Ich glaube, der hat hier jemanden verloren. Also man sieht's ja auch unter anderem an dem Grabstein hier, ne? Das Gebiet nicht mal größer in Erinnerung oder ist es wirklich so zu zerbombt?
Alle sagen, dass es cool ist, aber eigentlich will ich gar nicht sieg werden. Jetzt, wo alles in Trümmern liegt, möchte ich über alles nachdenken. Wenn du in Trabia ein Sieg werden willst, musst du hier die schriftliche und danach wie in Bellum die praktische absolvieren. Ich habe die schriftliche bestanden und könnte sofort in den Bellum Garden. Aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte in Trabia Garden bleiben. Hey Kleiner, hey Kleiner. Wir sind die Mini Choco Boys. Um den Mini Choco Boys beizutreten, musst du zuerst einen Test bestehen. Wenn wir fleißig üben, wirst du eines Tages von den Großen akzeptiert. Ah ja. Weißt du Bescheid? Ja, okay. Es gab hier doch nicht so viel. Ich hätte schwören können, hier hätte man mal mehr sehen können. Hätte ich echt mal... Oh, richtig, in die andere Richtung. Da bin ich ja noch gar nicht gegangen. Oh, das können wir mal probieren. Ich bin ja noch gar nicht hier lang gegangen. Aha! Cleveres Minimi. Seht ihr? Da war noch ein bisschen was. Guck dir das mal an. Ich habe das Buch aus dem Schrotthaufen ausgegraben. Bestimmt steht da etwas über einen geheimen Schatz. 5 Schritte nach Süden von der Gargoyle-Statue oder so. So, jetzt werde ich die Lebenshaltungskosten ausrechnen. Ich muss echt aufpassen, weil unser Rechner defekt ist. Auf der Woche 9? Oh, oh. Glaub mir, ich werde es reparieren. Wir sind die 2 vom Reparaturdienst. Huch, wer seid ihr? Wir sind vom Reparaturdienst des Trabia Garden. Wir haben für den Wiederaufbau verschiedene Arbeitsgruppen gegründet. Hey, läuft das jetzt wieder? Wow, das sieht gut aus. Achtung, Personal, Daten. Ah, schon wieder. Das war doch eben Selfie, ne? Hey, läuft das jetzt wieder? Mal gucken. Ja, das ist immer Selfie. Okay, mehr geht hier nicht rein. Selfie findet immer Geheimwege. Ihre Geheimwege führen immer zu überraschenden Stellen. Sie überrascht mich jedes Mal. Seid ihr Selfies Freunde? Ich hab Selfie wirklich gern. Habt ihr Selfie auch gern? Denke schon. So wie ich. Macht das das jetzt auch zu Freunden? Ich bin ein bisschen sexistisch. Abgesehen von Squall haben die Mädels halt wirklich die besseren Level. So, das ist so der andere Sexismus. Der Level-Sexismus. Hey, hallo. Hallo, aufstehen. Du musst die Wache ablösen. Du hattest dich doch freiwillig gemeldet, oder? Scheiße. Draw fehlgeschlagen. Du sollst nicht im Traum kämpfen, sondern hier. Steh auf. Aufstehen. Ja, es scheint nicht so, als würde er wach werden. So, wir trauen nochmal. Da nicht gerade vorne ein Heftchen? Ja. Ha! Knew it! Die lag aber auch echt beschissen. Aber hätte man leicht übersehen können, nicht? So.
hier war ja der Kokobo-Wald, Chocobo-Wald, so rum. War hier nicht auch irgendwo dieses komische Schmiedorf? Hier war auf alle Fälle dieser Krater, wo die Instrumente dann verrückt spielen. Wow! Die Instrumente spielen verrückt! Ich komme an den Krater hier nicht vorbei. Das war ja der Garten. Ich weiß auch ehrlich nicht mehr, wo Ideas Haus war. Also kann jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß nur, dass es an der Küste stand. Weit und breit nur Wald. Ah! Ist doof, dass man mit dem Ding nicht über Berge kommt. Das heißt, willst du auf eine andere Küste, musst du gucken, dass du hoch genug bist, um dann drauf zu kommen, sonst hast du es verkackt. So wie ich gerade. Das Schumidorf. Ha! Found it! Willkommen im Dorf des Schumi-Stammes. Wenn ihr ins Dorf wollt, nehmt den Aufzug da vorne. Der Drawpunkt da ist sehr kostbar. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr zahlen. Hier hinein, probiert es aus. Ultima. Die Ultima Drawpunkt. Klemmer 12 abgezogen. Nice, nice. Nicer, nicer. Bitte nehmen Sie Platz. Willkommen im Dorf des Schumi-Stammes. Aber wir gestatten Ihnen den Eintritt. Boah, der ist so schnell, ich komme nicht hinterher. Hat er jetzt eben gesagt, dass der Aufzug kostet? Geldgieriges Pack. Diese Melodie. Eyes on me. Hm? Hallo, willkommen. Ihr seht mich nicht? Moment. Wir vom Stamm der Schumis lösen Probleme durch Fleiß und Einfallsreichtum. Nein, wir möchten nicht übernachten. Da
Das war die Erklärung zu dem Mini-Fahrstuhl, ich verstehe. Willkommen im Dorf der Schumis. Dass unsere Menschen besuchen, die keine Händler sind, ist ungewöhnlich. Hier werden Geschäfte mit Händlern abgewickelt. Wir handeln mit Steinen. Grabt ihr nach Stein? Niemand errichtet aus Spaß ein Dorf, das 323 Meter unter der Erde liegt. Allerdings ist ein bisschen Spaß schon mit dabei gewesen. Oh ja. Steine. Ich komme hier nicht rein. Ist okay. Du kommst hier nicht rein. Ich muss aufpassen, sonst werde ich wieder degradiert. Hallo? Oh, ich sehe nichts durch die Leute im Hintergrund. Ich möchte auch nur zu diesem blöden Drawpoint. Geht nicht. Ist okay. Nix Drawpoint. Oh, Frösche. Das erinnert mich an Final Fantasy 9. Frösche fangen. Meins. Kommt ihr von draußen? Viele, die hier leben, denken nicht gut über Menschen da draußen. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht. Ich kam an einem Ort voller Schmutz und Unordnung vorbei. Dort habe ich die Menschen vom Schöpferstamm getroffen. Die Schöpfer haben dieselben Grundsätze wie wir. So schlecht kann die Welt draußen nicht sein. Seit dem Zusammentreffen sind meine Werke von den Schöpfern beeinflusst. Dies zum Beispiel. Das ist ein Auto. Puh, ich habe noch so viel zu tun. Der sieht ja aus wie Laguna. Sie kennen den Abgebildeten hier? Nun, irgendwie schon. Dieser Mann heißt Laguna Lor. Vor langer Zeit hat ein Momba diesen Mann gefunden, als er blutüberströmt vor dem Dorf lag. Er ist im schneebedeckten Gebirge abgerutscht. Wir haben ihn gepflegt, bis er gesund war. Unser Ältester weiß genaueres. Warum fragen Sie nicht ihn? Sie haben diese Skulptur berührt. Hätten Sie Zeit für einen Plausch? Natürlich. Für jemanden, der von draußen kommt, sehr großherzig. Der Momba draußen wird Sie hinführen. Hier ist es hier Mode, dass man Mombas hält? Halten? Nun ja, es ist sozusagen unser Endzustand. Endzustand? Sie wissen es nicht. Wir vom Schumi-Stamm verwandeln uns nach einer gewissen Zeit Abgesehen vom Ältesten tritt ein Wandel ein. Wenn man nicht zum Ältesten wird, kommt der Drang zum Schöpfen als rotes Feld zum Vorschein. Die meisten von uns werden zu Mombas. Das weiß doch jeder. Werdet ihr etwa zu Tieren? Was heißt hier Tiere? Es ist sicherlich besser, wenn man zum Ältesten wird. Aber dieses unerschrockene Gesicht, die kristallklaren, glühenden Augen, dieses feurig-rote Fell, die stürmisch glänzenden Haare, diese süße, wunderbare Stimme, die kraftvollen, großen Hände, der uns von Tieren unterscheidende, aufrechte Gang. Das sind doch alles hervorragende Eigenschaften. Schon gut. Halt bloß die Klappe. Feuer! Feuer! Hier, Excel, für dich. Ich komme echt nur zu diesem Haus, okay. Wer sagt ja, der Momba draußen?
Mama, also der da. Sieht nicht aus, als würde er uns führen wollen, aber wahrscheinlich meint er das Haus. Jetzt komme ich an den Drawpoint. Let's go! Willkommen. Dass Sie hier sind, bedeutet, dass Sie den ehrwürdigen Laguna kennen. Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen etwas von Laguna erzählen. Es ist schon 17 Jahre her, seit wir ihn gesund gepflegt haben. Er sagte, dass er dabei ist, ein Mädchen namens Elione zu retten. Sie soll von Ishtar-Soldaten entführt worden sein. Laguna blieb, bis seine Wunden verheilt waren. Es erlangweilte sich irgendwie und begann den Mombas die Sprache zu lernen. Warum sollte er so etwas tun? Ich habe ihn das auch gefragt. Er sagte nur, wenn man keine Worte kennt, ist das das größte Unglück. Eigentlich brauchen die Mombas keine Sprache. Die wirklich wichtigen Dinge können ohne Worte mitgeteilt werden. Dasselbe gilt vielleicht auch für uns alle. Er konnte auch nicht richtig erklären, warum er Elione retten musste. Aber wir alle wussten den Grund, warum er sich auf die Reise machen musste. Seine Augen haben es uns mitgeteilt, was er für Elione und seine Freunde empfindet. Doch, das ist doch stets so, oder? Vielleicht schon. Warum errichtet ihr dann die Skulptur? Es ist in der Tat verwunderlich. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen können. Es schien, als würde Laguna seine starke Energie ausstrahlen. Etwas, was ein Wesen anzieht. Wir wussten nicht, was dieses Etwas war, und deswegen errichteten wir die Laguna-Skulptur. Wir denken, dass wir dann begreifen, was uns so sehr angezogen hat. Der Laguna? Ich sollte lieber meinen Senf nicht dazu geben. Ich bitte um Vergebung, dass wir Ihnen Umstände bereiten. Ich bin der Sekretär des Ältesten. Ja, das habe ich mir fast schon gedacht. Du hießt Sekretär. Bitte warten Sie. Sie sind so weit gereist. Ich möchte Ihnen ein Geschenk überreichen. Aber wir vom Shumi-Stamm verschenken nichts ohne eine Gegenleistung. Bitte helfen Sie im Atelier mit. Erst danach kann ich Ihnen das Geschenk überreichen. Dann ist das doch kein Geschenk mehr, sondern Bezahlung. Atelier? Dort wird gerade an der Laguna-Skulptur gearbeitet. Wir möchten in Kürze die Arbeiten abschließen.